Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder bunter Bingo-Bastelmix für alle Zeit und ich habe was Schönes vorbereitet. Meine erwürfelten Wörterchen, die waren Charms, Transparentpapier, Quadrat, gepunktet, braun und Stoff. Und da habe ich jetzt was Schönes draus gewerkelt. Und zwar habe ich mir so eine Verpackung ausgedacht, habe ich hier mal aufgezeichnet. Hier kann man halt ein Sichtfenster reinschneiden oder reinstanzen, wie man möchte. Ich habe hier mal eins reingeschnitten und kann man auch mit Herzchen. Ich habe es jetzt so Querformat, man kann die Sache auch Hochformat machen, je nachdem wie oder was man verpacken will oder wie man es verpacken will. Dieses Zettelchen fotografiere ich und hänge es hinten mit dran. Könnt ihr euch dann gern einen Screenshot von machen und dann hat man die Maße parat. Oder man merkt sie sich so, geht ja auch. Ich werde es mal beiseite legen und dann zeige ich euch mal, wie ich das hier so gemacht habe. Hier ist einmal überall einmal gefaltet und hier ist noch eine zweite Faltung, damit es ein bisschen stabiler ist, das Unterteil. Ich habe schon mal ein bisschen Klebestreifen raufgeklebt oder, ja, wie sagt man, Klebestreifen? Ja, Klebestreifen. So. Und hier habe ich auch einmal den Kleber herauf gemacht, den Klebestreifen und dann klebt man. Ja, dann klebt man erst die kleinen Ecken an, also die kleinen Laschen und dann kommt das andere drüber und dann hat es einen schönen Halt. Ich habe hier Fotokarton in Stärke 250 Grammatur. Das hält sehr schön und ist schön stabil. Gefällt mir sehr gut. So, und dann wird das hier so umgeklebt. Bei dem klebt man es einfach nur hier an und dann der Deckel, das reicht ja aus und dann hat man einen schönen Deckel und vorher schneidet man sich dann irgendetwas, ein Motiv raus. Ich habe mir hier eine Schablone gemacht, die sieht so aus und dann habe ich das umgedreht und die Schablone hier raufgelegt, habe es angezeichnet und dann bisschen mit dem Cuttermesser Schlitze reingemacht und dann mit der Schere ausgeschnitten. Ich finde, das geht sehr gut. Es sind so ein bisschen geschwungene Linien. Man muss es nicht so gerade machen, dann fällt das auch nicht so auf, wenn man ein bisschen krumm und schief schneidet. So, ich werde das jetzt erstmal zusammenkleben und dann geht's weiter. Fertig ist unser Schächtelchen. Sieht doch sehr schön aus. Und jetzt dekorieren wir die ganze Sache. Und dazu werden wir uns erstmal ein Schleifchen basteln. Und zwar aus einem Quadrat. Ihr wisst ja, Quadrat. Wartet mal, ich muss mal da hier hinlegen, glaube ich. Ja, kann man machen. War mit dabei bei den Wörtern. Und gepunktet und Stoff war auch mit dabei. Hier habe ich noch ein paar Herzchen aus meiner neuen kleinen Kollektion. Die zeige ich euch nachher noch. Hier habe ich so, ja, die sind eigentlich so für Rasterzöpfe gedacht. Das sind so kleine Zylinder, die man öffnen kann. Ich weiß nicht, ob ich euch das so zeigen kann hier. Wenn es ein bisschen scharf stellen würde. Wäre es nett. Ja, so sehen die aus. Und die mache ich dann um meine Schleife. Da braucht man nicht groß Bändchen nehmen oder irgendwie zubinden. Hat man gleich sein Teilchen, kann die Schleife reinstecken und dann
bisschen zusammendrücken, wie ihr hier seht. Das sind alles Quadrate. Hier auch. Dann hier noch so ein paar Bändchen dran. Hier etwas größeres Quadrat. Hier noch so eins, ein bisschen kleineres mit Bändchen. Sieht doch richtig niedlich aus. So. Sehen sie aus, unsere kleinen Schleifen. Mit und ohne Bändchen dran. Sieht beide schön aus, finde ich. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen, glaube ich, ein blaues, oder? Ja, hier ist das Quadrat. Hier ist das Stück für die Bändchen. Und dann falten wir es ganz einfach. Immer hin und her. So ungefähr halben Zentimeter. Man könnte auch 5 mm sagen. Muss nicht so hundertprozentig stimmen, aber man möchte ja auch, dass das ein schönes Schleifchen wird. Also ein bisschen Mühe geben dann. So, und wenn möglich, dass es beides nach da zeigt, kommt, ist bei mir jetzt nicht so. Ich fange nochmal von vorne an. Also ich muss es dann ein bisschen weniger noch machen oder ein bisschen größer. Na, wir gucken mal. Wir machen einfach normal. Und hoffen, dass es dann auf beiden Seiten gleich ist. Die gleiche Faltung. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Ja, mag wohl hinkommen. So, einmal so und einmal so. Und so können wir das ein bisschen festhalten. Ich streiche nochmal lang hier. Hol mir meine Halterung. Steck das hier so drüber. Und jetzt werde ich das zusammendrücken. So. So ein bisschen drüber so. Und man kann es auch ein bisschen breit machen, also platt drücken. Und jetzt kann man hier das auseinanderziehen. Und das Schleifchen ist fertig. Ist das nicht niedlich? Aus einem Quadratenschleifchen. Und dann ist es noch Stoff und auch noch gepunktet. Alles unsere Themen, die wir bebasteln wollen. So, hier mache ich einmal eine Faltung, nehme meine Stoffschere und dann schneide ich mir so zwei kleine Bändchen aus. Bisschen schief kann man es auch machen, also so ein bisschen, ja, wie sagt man, gedreht nicht. So eine Welle schneiden wir rein oder eine Delle. Und hier sowas wie so ein Wimpel. Und dann können wir es auseinandernehmen und dann kleben wir das einfach hier dran. Ein bisschen Klebeband. Man kann es selbstverständlich auch noch mit Heißkleber machen. Das hält dann noch einen Tick besser. Aber mein Klebeband ist hier schon sehr, sehr gut im Kleben. Wenn man das jetzt nur auf einer Karte oder auf so eine Schachtel oder so verwendet, dann reicht das auch mit Klebeband. So, einmal hier hinten drauf. Und dann kleben wir uns das erste Bändchen dran. Und dann noch einmal eins drauf. Und dann können wir das zweite Bändchen dran kleben. Und fertig ist unser zauberhaftes Schleifchen. So, gucken wir mal, ob es auch gut aussieht. Von vorne, hui. Ja, ach ja, ist doch schön. So, jetzt drehen wir uns das mal ein bisschen hin. Hier oben steht es nämlich ein bisschen über, aber das schneiden wir dann ab. So. Zack. So. Ach ja, so schön. Das drehen wir hier noch ein bisschen. Haben wir ein bisschen platt gedrückt. So. Hui, jetzt klebt es noch hier dran. Das wollen wir ja nicht. Ja, und jetzt können wir es dekorieren. So, hier haben wir noch einige Sachen drin. Dann gucken wir mal, was wir so nehmen. Den Müll ein bisschen beiseite schieben. Und dann gucken wir uns mal unser Schächtelchen an. Ich glaube, wir wollen es mal gleich füllen, damit es auch irgendwie drollig aussieht. So, ja, kann man machen. Wir legen das Rote mal raus. Das ist dann so, leuchtet dann sonst so doll. So, ist schön. So,
Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier, ich muss das mal kurz rüberholen, schon mal die Schächtelchen gefüllt mit Stoffen, die man da reinmachen kann und verschenken kann. Man kann natürlich auch Motivpapier verschenken, wenn man möchte. Oder Pralinen oder irgendwas Schönes kann man da reinmachen. Oder was mit der Seefahrt zu tun hat. Irgendwas Interessantes kann man reinlegen. Ich habe jetzt Stoff reingelegt und eins unserer Themen, die wir gewürfelt haben, war da ja die Farbe Braun. Und die habe ich jetzt hier. Und hier habe ich so ein bisschen Gold und mehrere Stoffe, damit das ein bisschen gefüllt ist. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Und zack, haben wir ein hübsches Bötchen mit glitzernden Segeln. Und hier das Braune ist der Bootskörper. Ich finde es süß. Hier hängt er was raus. Da macht er nichts. Reißen wir ab den Fussel. So, und jetzt können wir den Deckel dekorieren. Ich habe hier noch ein bisschen Schleifenband. Das hatte ich ja letztens bei Kick gekauft. Schon ein bisschen abgerollt hier. Das habe ich zusammengeklebt. Und zack, das ziehen wir jetzt so hier einfach mit dem Klebeband zusammengeklebt. Und das schiebe ich jetzt hier so rauf, damit die Schachtel damit verschlossen wird. So, na, möchtest du nicht? Ich habe es ganz genau abgemessen. Aber ein bisschen Spielraum ist noch. So, ich dachte, bis hier können wir das so rüberziehen, damit das ein bisschen verschlossen ist. Man kann es auch noch ein bisschen höher machen. Aber ich glaube, dann sieht das nicht so schön aus. So, und könnte man auch machen, könnte man auch. Aber ich glaube, ich mache es bis hier so, dass es hier so auch noch so ein Muster auf dem Bootskörper hat. Gucken wir mal. Ja, so gefällt es mir. Dann nehmen wir unser Schleifchen. Oder welches haben wir denn gemacht? Dieses oder dieses? Ich glaube dieses, ne? Ist ja auch wurscht. Irgendein Schleifchen nehmen wir. So, es kann hier rauf. Ja, das ist doch hübsch. So, und jetzt dekorieren wir noch ein bisschen mit unseren neuen schicken Herzchen. Hier machen wir das rauf. Dann war ja auch noch Transparentpapier mit bei, bei unseren Themen. Das ist dann dieses hier. Das habe ich gedacht, kleben wir hier so hin. Und hier. Und darauf dann noch ein paar Herzchen. Die sind auch süß. Kleben rosa Herzchen. Hier vielleicht eins mit drauf. Dann hier. Und hier. Und dann dachte ich, das Wort Glück, da kann man ja nie genug von haben. Hier steht es schon drauf. Dann machen wir es vielleicht noch hier hin. Ja, ich weiß noch, die Schleife kleben wir dir hier auf dieses Band. Wenn man es abzieht, ist die Schleife ja weg, wenn man es aufmacht. Also werden wir sie wohl ein bisschen höher kleben. Und dann ist sie ja noch weiterhin drauf. Bei dem hier mit dem Glück müssen wir das, glaube ich, auch so machen. Sonst ist das blöd. Wenn man das abmacht, verschwindet ja dann das Herzchen. Also belassen wir es dann, dass wir dieses hier unterschieben können, einfach nur so. Genauso machen wir es. So, und das andere klebe ich dann jetzt auf und dann zeige ich euch das Schächtelchen nochmal. Bis gleich. So, ich habe alles aufgeklebt. Und dann fehlt ja noch ein Charme. Der kleine Charme mit dem kleinen Herzchen hier und der Büroklammer, den wollte ich hier noch anbringen. Gucken, ob das so gut klappt, wie ich mir es gedacht habe. Schauen. Ja, ein bisschen friemelig, aber es geht. So. So hängt jetzt das Herzchen hier dran. Ist doch schön. Auch mit der Büroklammer sieht doch interessant aus. Da hängt was am Schiffsmast. Ja, so sieht es jetzt aus. Auch mit dem Schleifenband hier drumherum. Ist doch sehr schön. So, und hier seht ihr schon mein Tütchen. So sehen jetzt meine Verpackungen immer aus. Ein kleines Pergamenttütchen, vorne drauf, was drin ist, bunte Glücksherzchen und das sind 24 Teile, 180 Grammatur, Papier glänzend. Ihr wisst, ich liebe es glänzend. Und jetzt zeige ich euch mal die Teilchen. Ach, wie niedlich. Hier mit Rüschen und Rosen. Wartet mal, ich werde es mal ein bisschen ausbreiten. Ich kann es auch auf die Hand legen und noch mal ein
bisschen näher zeigen. Ich finde die Farben schon so schön frühlingshaft und auch so zum Valentinstag kann man sowas ja sehr schön verbasteln. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, die Herzchen gibt es in meinem Etsy-Shop. Und dann gibt es hier noch Glück, haufenweise Glück zu verschenken. Da bin ich sehr freigebig. Ich wünsche allen immer viel Glück und Freude am Basteln. So, und diese Herzchen hier, die haben so ein gehäkelten, wollte ich jetzt schon sagen, einen gestickten Rand. Finde ich auch niedlich. Auch richtig süß. Oh, mit den Rüschen, das finde ich immer noch cool. Und dann hier das mit dem Schneeglöckchen. Ach, wie niedlich. Ich mag Schneeglöckchen, mag ich sehr gerne. So wunderbar einfache Blümchen. Und die haben so richtig ein wunderhübsches Aussehen. Man muss nicht immer bunt und leuchtend sein. Es geht auch klein und zart. Wie ich früher. Klein und zart. Jetzt bin ich klein und pummelig, aber es macht ja nichts. So, hier ist der Rest vom Schützenfest. Ja. So, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen würfeln oder wir möchten gerne noch ein bisschen würfeln. Und die Würfel habe ich schon da. Und das lassen wir einfach mal hier so liegen. Dann würfeln wir mal. Wir haben hier einen Zettel, da können wir dann die Buchstaben, wollte ich schon sagen, die Zahlen aufschreiben und danach schreibe ich dann hin, was es ist. So, jetzt kommt der März dran. So, und dann gucken wir mal, was wir so würfeln. Hier steht die Reihenfolge immer, da richte ich mich nach und dann geht es los. Mit Krimskrams fangen wir an. So, wartet mal, lege ich das hier hin. Ich kann es auch hier rauflegen, genau. So, und jetzt gucken wir mal. Von welcher Seite würfel ich von hier? Das ist die 8. Die 8 ist Büroklammern. Naja, Büroklammern hatten wir ja gerade eben auch benutzt, aber ist alles okay. Ich habe wunderschöne Büroklammern. Die 8. So, weiter geht's mit Papier. Und dann gucken wir mal. Jetzt würfel ich mal von hier. Oh, das ist die 11. Fast hätten wir einen Joker gehabt. Aquarellpapier. Na denn, gucken wir mal. Die 11. Weiter geht's mit den Formen. Und dann machen wir wieder von dieser Seite. Zack. Und das ist die 5. Oh, das war aber eine 4. Ich habe da angefasst. Die 5. Wieder ein Quadrat. Und von mir aus nehmen wir auch wieder ein Quadrat. Jetzt geht es zur anderen Seite. Jetzt würfeln wir wieder mit der anderen Seite. Mit der anderen Hand, nicht mit der anderen Seite. Jetzt kommt das Muster. Oh, jetzt haben wir eine 9. Die 9. Ornamente oder Mandala. Na ja, gucken wir mal. Ornamente finde ich auch schön, habe ich schon eine Idee. Dann geht es weiter mit den Farben. Jetzt geht es wieder hier ran. So, und jetzt haben wir noch eine 9. Orange. Oh, Orange, haben wir noch nicht so oft gehabt. Noch gar nicht, glaube ich. So, und dann haben wir noch den Zierrat, Milady. So. Oh, du hast bis da hinten, habt ihr das gesehen? Ja. Das ist eine 5. Draht. Hatten wir auch noch nicht so oft. 5. Super. Na denn, werde ich mir was Schönes ausdenken. Und dann sehen wir uns nächsten Monat, den ersten Samstag im nächsten Monat wieder. Und dann zeige ich euch, was ich daraus gewerkelt habe. Ich freue mich schon. So. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne Bastelzeit. Falls ihr auch gerne mitbasteln wollt, ihr könnt euch gerne die Themen runterladen.
Ich habe alles in der Infobox verlinkt. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch mitmachen wollt. Und nun sage ich, ich wünsche euch eine wunderschöne, kreative Bastelzeit. Das noch ordentlich machen. Und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.